Das sind wir wieder bei Banjo Kazooie. Heute ist es an der Zeit, dass wir endlich Rusty Bucket Bay abschließen. Und ich bin gespannt, wie viel wir da noch in der Overworld schaffen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir es in diesem Part schaffen, die Overworld hier in Rusty Bucket Bay abzuschließen. So, wir müssen jetzt nach hier hinten. Das bedeutet, wir müssen zu diesem Kran dort hinten. Und wenn ihr euch erinnert, die Methode, um dort hochzukommen. Nein, böse Gwimlet, lass uns in Ruhe. Auf jeden Fall die Methode, um dorthin zu kommen. Ihr seht übrigens, diese Fenster kann man nicht einstampfen. Das erkennt man daran, wie sie aussehen. Allerdings muss ich zugeben, das erste Mal hatte ich echt riesige Probleme zu erkennen, in welche Fenster man rein kann, welche nicht. Das nicht mal. Aber zu erkennen, dass man überhaupt rein kann, das hat ewig bei mir gedauert. Das hat damals Jesse relativ schnell entdeckt, was mich sehr erstaunt hat. Also seht ihr, es gibt auch Leute, die das von Anfang an kapieren. Ich habe definitiv nicht dazugehört. Aber gut. So, dann gehen wir mal runter. Hier runter. Hier müssen noch die letzten Noten sein, die mir noch fehlen. 100! Yes! Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Banjo. Applaus. Jetzt aktivieren wir das. Und dann... Boom! Die Dampframme schlägt zu. Okay, so wie Pokémon Stadium gezockt. Aber gut. Toll 8. Also 8 Eier rein. Nein... Ja, das kommt natürlich, weil mein C-Knopf ein Analogstick ist, anstatt wie beim Nintendo 64 ein... Ich würde nicht sagen Steuerkreuz, aber aus einzelnen kleinen Knöpfen bestehend war. So, hier haben wir eine Menge Chompas, die wir alle umlegen können, um hier diesen Jinjo zu erreichen. Und Puzzleteil Nummer 9 müsste es sein aufzunehmen, richtig? Richtig, damit fehlt nur noch ein Puzzleteil. Wir haben bereits. Gehen wir doch mal in die Statistik. Alle Honigfarben, alle Noten, nur noch ein Puzzleteil fehlt. Nicht mal eine Stunde Spielzeit mit den ganzen Fails. Das ist ein fantastischer Wert, Leute. Und wenn man bedenkt, wie oft ich auch runtergefallen bin, kann ich damit super leben. So. Und was könnte sich besser anbieten als dieses Level mit einem Endboss abzuschließen, beziehungsweise diese Welt. Ja, tatsächlich. Es gibt in Banjo-Kazooie nichts, was auch nur annähernd, oder es gibt, sagen wir, wenig, was wirklich annähernd zu einem Endboss passen würde. Das ist eigentlich in jedem Jump'n'Run dabei ist. Fehlt hier. Aber das kann durchaus als Endboss qualifizieren, daher. Sammeln wir aber zunächst einmal hier die Eier ein, da fehlt uns durchaus einiges. Warum die hier sind? Weil man diese Box damit auch besiegen kann. Wer wagt es, mich zu stören? Begehren wird euch sehen und hören. Das Puzzleteil ist gut versteckt. Darum wird es nie entdeckt. Ja, der hat Lektion bei Crotilla genommen. Du glaubst, du wärst so cool? Kost meine goldene Feder am du Schrabbelkiste. Ich werde dich in 1000 Stücke zerreißen und anschließend auf dem Kompost zerpflücken. Oh, ihr habt mich gespalten. Nun solltet das Puzzleteil doch erhalten. Danke für das Puzzleteil, du heuer klappriges Holzgestell. Ich hoffe, du hast dir schnell Angst und Bang bestellt. Niemand legt sich mit Kazooie an, ihr Loser. Drum gebt lieber schnell auf. Und flieht nach... Okay, ich krieg die Reime gerade nicht hin. Egal. Angesichts dessen, dass ich gerade nicht reimen kann... Vielleicht liegt es daran, dass ich tatsächlich sehr gut im poetischen Reimen, damit ich im dissenden Reimen bin. Können wir jetzt diese Welt hier verlassen... Und die Overworld, also Gruntildas Reich, damit auch so gut wie abschließen. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Banjo. Danke, lieber Bottles.
Okay, Puzzleteil Nummer... Beziehungsweise der Hexen, das Puzzle mit dem Hexenschalter befindet sich hier. Hierfür müssen wir hier einfach nur durchtauchen. Und dann dort hoch, wo wir zuvor auftauchen mussten. Um das Wasserlevel auf 3 zu bringen. Was wir ja benötigt haben, um mit Cheeto zu interagieren. Für die Gold Feathers. Ihr erinnert euch? Ihr erinnert euch bestimmt. Puzzleteil. Ja, damit. Super. Und damit haben wir 8 in Gruntildas Reich. Eigentlich sollten es mehr. Oh, ich hab gefailt. Oh mein Gott, ich hab ein Puzzleteil vergessen. Oh mein Gott. Übrigens, kalt ist das Wasser hier nicht reinläuft, oder? Aber ich habe tatsächlich dieses Puzzleteil hier vergessen. Ich fass es nicht. Seht ihr, wie das da oben chillt? Den Hexenstand habe ich aktiviert und ich habe ganz vergessen, euch zu zeigen, wie das geht. Naja, ich schätze, so ein Epic Fail gehört irgendwie zu jedem LP dazu. Hier hat es mich hart und schmerzhaft erwischt. Also machen wir das jetzt schnell. Hier rauf. Gut, dann halt so. Wir müssen nämlich erneut die Flugplatte aktivieren. Die hier hinten auf uns wartet. Nein. So, es geht leider nicht, dass man hier den Schwung ausnutzt und ein bisschen weiter springt. Das geht bei einigen Sachen hier im Spiel. Hier geht's nicht, habe ich schon ein paar Mal gemerkt, weil er da wirklich total reinklatscht. So, das reicht wieder super von der Zeit. Wow. Aber ich weiß nicht, warum das so früh aufgehört hat mit den Turnschuhen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. So, hier. Muss man zunächst den Sturzflug ausführen, dann hier runterstampfen und das Puzzleteil holen. Warum ich sowas sehen habe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war ja der Hexenschalter vom Mad Monster Mansion. Gut, vielleicht habe ich es übersehen, weil ich so damit beschäftigt war, rauszufinden, wie ich jetzt das Stop and Swap Eye bekomme. Aber gut, das werden dann auch abgehakt. Damit sind wir jetzt wieder voll im Soll. Und dann geht es jetzt hier weiter. Wie gesagt, wie es sein kann, dass das Wasser nicht durch dieses Loch weiterfließt, ich weiß es nicht. Übrigens, diese Bombe ist, ja, sehr penetrant. Die können mir so leider nicht schaden. Da bräuchte es nämlich schon eine Frontale. Aber, ja. Leider können wir den so nicht treffen, oder? Nee. Gut, also der muss leben. Da gibt es, was wir machen können. Das heißt, wir springen mit der goldenen Feder voll auf ihn drauf. Das wäre aber unnötig. So, 640 Noten brauchen wir, um hier zur letzten Welt zu kommen. Und hier müssen wir jetzt noch ein paar Sachen machen. Denn wie ihr euch erinnert, die letzte Welt trägt den Namen Click Clockwood. Wir waren nämlich schon einmal hier. Wir waren beim Puzzlebild. Jedoch konnten wir dieses nicht aktivieren. Das war damals relativ blöd. Wir haben so die vielen Puzzleteile gesehen, aber es gab keinen Schalter, auf den wir uns stellen konnten, um das Puzzlebild zu aktivieren. Und dies möchten wir jetzt nachholen. Das können wir nämlich erst am Ende, um zu verhindern, dass man gleich am Anfang all seine Puzzleteile für diese Welt verschwendet. Von mir aus diese blaue Eier, du ungepflegter frecher Geier. Ja, gut. So, bring... Du sollst sterben, Junge. Der kann nämlich sterben. Der Stier allerdings nicht mal mit goldenen Federn kann man den umbringen. Der einzige Gegner im Spiel, der durch goldene Federn keinen Schaden nimmt. Daher probiert es gar nicht erst. Der Stier ist unbesiegbar. Gab es auch schon im Mumbus Mountain. Lustigerweise, lustiges Trivia. Der stärkste Gegner im gesamten Spiel war tatsächlich im ersten Level. Aber ja, man kann ihn tatsächlich nicht besiegen. So, hier müssen wir aber noch nicht durch. Das heben wir uns für später auf. Das ist praktisch das Ende vom Spiel. Wir können also jetzt schon zum Ende vom Spiel gehen, ohne Probleme. Aber damit, das wäre doch nur halb so schön. So, hier hinten befindet sich der letzte Mumbuschädel in Gruntildas Reich. Alle 10 haben wir jetzt. Es fehlen allerdings noch 25 im Spiel. Das heißt, wir haben bisher 90. Es gibt ja 115 insgesamt. Also da kommt da noch ein bisschen was in der letzten Welt auf uns zu. So. Das ist der einzige Schalter seiner Art im Spiel.
Nämlich ein Schalter, wo man erstmal den Schalter aktivieren muss, damit man das Puzzlebild aktivieren kann. Und hier unten eine Brenthilda. Was sagt man denn dazu? Hallo. Grundhildas liebstes Hobby ist, ihre Pickel auszudrücken. Kasumi versteckt sich gleich. Ein armer Kerl namens Kein Spaß war ihr erster und einziger Liebhaber. Okay, cooler Name. Vor vielen Jahren hatte Grundhilda ein kopfloses Huhn als Haustier. Also ich weiß ja, dass einige Männer auf gefährliche Frauen stehen, aber Grundhilda, seriously? Ich frage mich, was in den Kopf von solchen Männern vor sich geht. Nun gut, jetzt müssten wir natürlich eigentlich einen Haufen laufen, müssen wir so viele Töpfe als Abkürzung nehmen, um zum Schalter, beziehungsweise Puzzle mit der Klicklergut zu kommen. Zum Glück bietet das hier eine sehr gute Abkürzung. Das ist der einzige wirklich sinnvolle Topf im Spiel. Wenn ihr in diesem Tempo weitermacht, habe ich euch bald abgefuckt. Okay. Naja. Jedenfalls, hier geht es relativ schnell. Da sind wir nämlich gleich da. Wie gesagt, die meisten anderen Töpfe sind relativ sinnlos als Abkürzung. Der hier hingegen bringt einem doch eine sehr gute Strecke zurück. Und ja, das lohnt sich schon, finde ich zumindest. So. Nach hier hinten. Und dann können wir jetzt dieses Puzzlebild aktivieren. Hier draufstellen, Z drücken und wir sehen 15 Puzzleteile, wenn es hat, die man gebraucht hat. Habe es nicht genau mitgezählt. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 20. Das reicht, glaube ich, fast schon, um alles so, was im Spiel zu holen gibt. Wobei, nee, nicht ganz. Es gibt nämlich noch eine Belohnung ganz am Ende in den Credits, wenn man alles gefunden hat. Aber für die Sachen, die man im Spiel freischalten kann. Ja, wobei, nee, es reichen 96 von 100 Puzzleteilen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Das heißt, fast. So, jetzt sammle ich die Eier ein, weil ich bin relativ knapp, was mein Budget angeht. Und glaubt mir, ganz am Ende, nicht in dieser Welt zwingend, aber ganz am Ende benötige ich ein volles Inventar. Das wird noch sehr wichtig werden. In Hinblick auf, ich möchte noch nicht sagen Endkampf, denn auch nach den Welten gibt es noch interessante Sachen, die weitergehen. Aber, ja. So. Jetzt rauf. Und dann können wir den Weg zurück antreten. Zum Glück haben wir ja die Abkürzung hier unten geschaffen. Damit wird das Ganze ein wahres Kinderspiel. Ne, hier rein. Da oben geht's zu kleiner Scalebomb. Das haben wir bereits vor langer Zeit erledigt, wie ihr euch erinnert. So. Rein in den Topf. Übrigens, falls ihr euch erinnert, hier war ein Mumbo-Schädel. Für diejenigen, die erst jetzt zuschauen oder die den übersehen haben, hier befindet sich ein Mumbo-Schädel. Kann ich euch als kleines Trivia mitgeben. So. Und wenn wir jetzt den anderen Weg hierhin zurückgehen, werdet ihr merken, das ist ein Kreis, der sich schließt. Hier gibt es beide Eingänge. Ja. Okay, gut, Leute. Das lohnt jetzt nicht mehr, in diesem Part noch die Click-Clock-Wood anzufangen. Also Click-Clock-Wood heißt es eigentlich korrekt. Da werden wir das im nächsten Part machen. Wenn der Part euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Das nächste Mal starten wir meine absolute Lieblingswelt. Das sind die Click-Clock-Wood. Ich freue mich schon richtig darauf. Bis dann, meine Freunde.